Ja, Vanessa May, zwischen Bach und Beatles, a star is born. Jack O'Gannett, wenn der Himmel voller Schokolade hängt. Oh, das war eine Beleidigung. Antje Katrin Kühnemann, Medizin für jedermann. Ja. Uwe Hübner, ein Herz für Hits. Kurz und knapp. Frank Schöbel, Frank und frei zwischen Ost und West. Udo Balz, Gerd Meier, statt die drei Tenöre, heute die drei Friseure. Als Gastgeberin Alida Gundlach. Guten Abend. Gastgeber Hubertus Meier-Borkert. Vielen Dank. Musikalisch werden wir heute verwöhnt von Jocelyn B. Smith und selbstverständlich von Vanessa May. Ja, guten Abend. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur NDR Talkshow. Heute ist die Gästeschar so fabelhaft, so temperamentvoll, dass Alida Gundlach und ich ernsthaft erwogen haben, nach der Anmoderation essen zu gehen und zum Schlussapplaus wiederzukommen, weil die brauchen uns hier gar nicht, befürchte ich. Aber Hauptsache ist, Sie sind da und Sie sollten jetzt die Fernbedienung in den Papierkorb schmeißen, denn jetzt kommt Alida Gundlach Ihnen bayerisch. Genau. Ja. Heute bin ich schon der Meinung, man soll den Zölibat halten. Also die sind ganz toll, finde ich, da zu Hause in England. Ich mag die. Und wir haben die Königin, die Queen. Und die ist unheimlich toll. Die ist so großmütterlich irgendwo, aber schon schräg. Die haben alles Mögliche. Ich war im Buckingham-Palast vor einem Monat. Da waren alle möglichen Premierminister und die Königin. Und die fand das toll, was ich gemacht habe. Und das war auch prima, einfach zu sehen, dass sie das wirklich gut fanden, was ich machte. Also ich glaube, in England ist das ja so gewesen. Die sind so lange schon Monarchie, die haben sich einfach dran gewöhnt. Und die bleiben das wohl. Glauben Sie denn, dass es Bayern und Deutschland gut täte, wenn man eine Monarchie einführen würde? Wer? Vanessa. Do I believe? Ja. Glaube ich das? Naja, also wie soll ich das sagen? Das ist schon etwas schwierig, das zu sagen. Ich habe ja nie hier gelebt, deshalb kann ich das eigentlich nicht wissen. Ich bin ja keine Bayerin schließlich und endlich. Da gibt es natürlich immer Diskussionen, ob die Leute das gut finden oder nicht. Klar, es ist natürlich gut, eine Vergangenheit zu haben. Und jedes Land sollte das haben und man sollte über die Vergangenheit Bescheid wissen. Es verändert sich ja immer alles. Die Politiker verändern sich. Aber es ist immer gut, natürlich eine Geschichte zu haben, auch eine Monarchie. Gleichzeitig, na gut, ich bin in Singapur geboren, es ist eine Republik. Das heißt also, ich komme aus beiden Welten, beides kenne ich. Ja, es ändert sich. Wir bleiben eine Demokratie, wir leisten uns nur zusätzlich einen König. Der wäre ja billiger. Der wäre ja billiger König. Jetzt will jeder Abgeordnete ein König sein. Bedeutet Ihnen denn überhaupt Bayern auch mehr als Deutschland? Nein, Bayern ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Ist nicht wahr? Ja, natürlich. Nicht umgekehrt. Nicht Deutschland ist ein Teil der Bundesrepublik. Das ist so wie in Hamburg. Hamburg ist immer eine freie und Hansestadt gewesen, aber hat zum Deutschen Reichsverband gehört. Die ideale Kriminalfilme, die es da täglich gibt, recherchiert aus dem Polizeiarchiv. Dankeschön. Meine Damen und Herren, als ich früher ins Gymnasium ging, waren die Mädchen, die Geige spielten, nie so hübsch. Ich habe nie herausgefunden, woran das liegt, aber es war so. Gott sei Dank geht die Zeit weiter. Wir haben jetzt die schönste Geigerin, die erfolgreichste Geigerin, die international erfolgreichste Geigerin. Wir haben Vanessa May mit Storm. Bestimmt.